Hallo und willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier. Ein Feierabendbier. Und diese Woche hier das Privatbrauerei Gessner Premium Pilz. Gut, also wie immer natürlich erstmal die Internetpräsenz, bevor wir hier zur Flasche kommen. Und was sagt denn die Privatbrauerei Gessner zu seinem Bierchen? Und da haben wir hier Produktinformationen. Produkttyp: ein edles, elegantes Premium Pilz von höchster Qualität. Geschmacksrichtung: feinherb, harmonisch im Geschmack. Spricht mich also schon mal an. Also feinherb, harmonisch. Okay. Dann gebraut mit kristallklarem Wasser des Thüringer Schiefergebirges und besten Rohstoffen. Positionierung: eine besondere Pilzgeneration in der Bügelverschlussflasche, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Okay, dann haben wir technische Daten, also technische Daten bei dem Bier. Interessant, das so zu nennen. Aber gut. 11,9% Stammwürze, nicht Volumenprozent. Dann aber hier 4,9 Volumenprozent Alkohol haben wir. Okay, also pilztypisch eigentlich, alles im Rahmen. Kommen wir zur Flasche, was haben wir hier? Also erstmal in der Mitte so ein altes Wappen im Prinzip. Und da steht dann Gessner AD 1520 in so einer Banderole. Also steht rechts und links von diesem Logo dann seit 1622. Okay, also ach, hier oben wird es wahrscheinlich aufgeklärt. Hier oben steht dann Braurecht seit 1622. Also hier oben dann über diesem Bügelverschluss dann auch nochmal Premium und darüber wieder dieses Logo, was wir unten auch haben, halt ein bisschen kleiner. Und darunter Privatbrauerei hier unten und dann Gessner Premium Pilz. Rückseite: Premium Pilz. Edelster Pilzgeschmack. Kristallklares Quellwasser aus eigenem Tiefbrunnen und auserlesene Rohstoffe verleihen unserem Premium-Pilz den einzigartigen Pilzcharakter. Für Sie haben wir dieses besondere Pilz in eine besondere Flasche gefüllt. Gessner Premium-Pilz, beste Thüringer Brautradition seit 1622. Okay, leere Flasche bitte nicht verschließen. Okay. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, natürlich. Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Privatbrauerei Gessner, das Ganze aus Sonneberg in Thüringen, wie man schon vermuten konnte, nach dem ganzen Thüringen, was da dann auftaucht in der Beschreibung und hier Thüringer Brautradition. Gut, 4,9 Volumenprozent Alkohol steht auch auf der Flasche. Die Bügelflasche, wir haben hier, die ist wirklich ein bisschen besonders. Wir haben nämlich dieses Emblem, das sehe ich jetzt erst, muss ich zugeben. Das Emblem, auch so, ja, nicht ganz so fein gezeichnet natürlich, aber auch hier am Rand zum Flaschenhals. Und dann auf der Rückseite haben wir hier Gessner stehen. Also ich zeige euch mal kurz erstmal das Etikett. Jetzt mal den Schwenk runter. Da könnt ihr jetzt hier so ein bisschen erkennen, hier das Emblem nochmal. Und auf der Rückseite hier das Gessner. Okay, Bügelverschlussflasche heißt für mich immer kein Plopp machen, denn das macht die Flasche für mich. Ich bin gespannt, freuen wir uns drauf. Achtung! Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn sich das Gummi so fest saugt, dass es nicht mal mehr ploppt. Also das ist einfach nur pfft. Jetzt muss ich doch noch selber ploppen oder was. Gucken. Geht doch, Mensch, also wirklich, Gessner. Oben im Deckel haben wir das Logo übrigens auch nochmal. Gut, ich verfrachte das mal eben ins Glas und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also eines kann ich dem Gessner Premium-Pilz hier schon mal attestieren. Das lässt sich wirklich eine sehr schöne Blume ausbilden. Sehr schaumfreudig, der Schaum hält sich auch sehr gut. Aber jetzt einmal zur restlichen Optik, also richtig schön. Goldgelb das Ganze, vielleicht ein bisschen, ja doch, ein schönes Goldgelb bleibe ich bei. Schöne goldige Note drin und der Schaum, ja, fein bis mittelporig und da haben wir ein bisschen größere Pore. Aber ich sag mal, im gesamten Bild, Erscheinungsbild, dieser Schaum sehr schön fluffig, hält sich auch sehr gut und ließ sich auch problemlos erzeugen. Also ich musste wieder ein bisschen warten, auch noch ein bisschen mit dem Nachgießen. Das war wirklich, doch, ist ein sehr schöner Schaum, eine sehr schöne Konstante. Ihr seht, dass die Blume, das steht einfach. Also es ist eine sehr schöne, feste Blume auch. Wirklich sehr schön anzugucken. Macht wirklich, also optisch sehr viel her.
Bläschen, okay, das könnten mehr sein, ist aber alles noch im Rahmen. Das sieht sehr, ja, sehr ansprechend eigentlich aus so insgesamt. Ich halte es für euch nochmal kurz in die Kamera. So, also das zur Optik und jetzt kommen wir zum Geruch. In der Beschreibung stand ja eher was von feinherb oder so, ne? Feinherb und harmonisch. Vom Herben rieche ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts, muss ich sagen. Es riecht für mich auf jeden Fall sehr, sehr süßlich, sehr blumig und sehr so eine Karamellsüße fast schon drin. Also sehr, sehr süß das Ganze. Ich tippe von daher eher nicht auf ein fein herbes Bier, sondern vom Geruch her lässt das eher auf ein ja, malzbetontes, eher würziges Bier schließen. Ich hoffe, ich irre mich und der Geruch und meine Nase führen mich in die Irre. Und von daher, Prost! Ich muss sagen, im Großen und Ganzen sollte meine Nase recht behalten, aber nicht vollkommen. Also am Anfang sehr schön frisch, das Ganze, sehr sanft, also sehr ja, weiches auch Mundgefühl, sag ich mal. Sehr schön weiches Brauwasser, würde ich sag mal von ausgehen. Und geschmacklich, na, ich nehme nochmal eine Rutsche. Also geruchlich hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet eigentlich von der Würze. Das ist hier wirklich sehr schöne, harmonisch trifft es eigentlich, sehr harmonische Würze und eine angenehme leichte Herbe dabei. Ich muss sagen, ist wirklich gar nicht mal so verkehrt. Wirklich, leichte Herbe ist drin. Von daher feinherb, na, vielleicht okay, so ein bisschen. Und dazu das harmonisch. Also das harmonisch, das kann ich wirklich, kann ich einen Haken hinter machen, das habt ihr. Das ist ein sehr harmonisches Bier. Diese leichte Herbe und dazu ja diese doch sehr wirklich ausgeglichene Würze, die nicht so penetrant ist und auch im Abgang sehr schnell verschwindet, macht das Bier insgesamt wirklich harmonisch. So, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck und dann gucken wir mal, was wir eventuell doch noch rausfinden. Ganz hinten im Abgang, vielleicht so andeutungsweise noch so ein bisschen leicht metallischer Abgang und bisschen ja, leicht ganz dezent getreidig, aber wirklich nur, wenn ihr ganz genau hinschmeckt, würde ich jetzt gar nicht mal wirklich beanstanden an diesem Geschmack von diesem Bier. So geschmacklich habe ich nicht wirklich was auszusetzen an dem Bier, das ist, das kann man gut trinken. Ja, haben mit jedem Schluck wie dieses leicht metallisch ein bisschen vordergründiger. Aber ich sage mal, insgesamt ist das ein recht verträgliches Bier. Es ist dezent herb und wirklich vordergründig diese schöne sanfte Würze. Lass ich mir gefallen, ist okay, so mal. Es trifft leider nicht so voll meinen Geschmack. Ich würde es dennoch empfehlen, das mal zu probieren, wenn ihr es irgendwo findet. Ich war mal wieder in Chemnitz unterwegs, habe da mit den ganzen, ja, fast eine ganze Kiste mit verschiedenen Bieren zusammengesammelt und dort halt auch dieses Gessner gefunden. Ich weiß nicht, wo es alles vertrieben wird. Es kommt aus Thüringen, also in Chemnitz habe ich es noch gefunden. Ich denke mal, so einen gewissen Kreis decken die noch ab. Wo genau das jetzt alles erhältlich ist, keine Ahnung. Aber ich sag mal, es ist wirklich kein schlechtes Bier. Es schwimmt irgendwo im Mittelfeld mit, aber jetzt so wirklich, es ist nicht herausragend, es ist aber auch nicht, also es schlägt nicht in keine Richtung irgendwie auffällig raus. Von daher einfach solides Mittelfeld, ist okay, kann ich mit leben, von mir. Definitiv probiert es mal, ne, sag mal, kleine Empfehlung von mir, also schon ein Ja in meiner Empfehlungsliste. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sind am Ende. Das war also B und 4 für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen drauf, dann freue ich mich. Ja, nächste Woche, ich muss auch mal wieder gucken. Ich schreibe es wie immer runter in die Videobeschreibung, was dann nächste Woche dran ist, sobald ich das weiß.
Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche auch wieder dann zum Bier um 4. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und macht's gut.